Mein Instrument ist die Posaune. Sie wurde im 15. Jahrhundert das erste Mal erwähnt und hat sich bis heute kaum verändert. Kleinere Veränderungen am Schallkranz und am Mundstück gibt es. Das Mundstück kann man abnehmen. Und das klingt dann so. Der Zug ist geblieben wie bei der modernen Posaune. Der dient zum Verlängern und Verkürzen der Luftsäule, was die Posaune höher oder tiefer macht. Die Posaune wurde im 16. Jahrhundert in Familie gebaut, also es gibt eine viel größere Bassposaune, die Tenorposaune, die ich hier habe. Dann gibt es eine Altposaune, die ist etwa halb so groß, und eine Sopranposaune, die ist nur viertel so groß wie die Tenorposaune. Sie ist aus verschiedenen Materialien gefertigt, aus Bronze, aus Messing und aus Silber wie diese. Und sie klingt so.